So, Leute. Willkommen zum 66. Part von Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu im hoffentlich letzten Part. Und ich habe mein Team ein bisschen umgerüstet. Ich habe zum einen Bismarck nach vorne gesetzt und habe ein paar andere Attacken beigebracht. Weil wir unbedingt vor unserem größten Problem den verdammten. Ja, hier zum Beispiel Durchbruch. Da habe ich da mal Kraftkolos raufgehauen. Hier auch nochmal Durchbruch. Und Feuerschlag nochmal auf Sinsela zur Not. Kraftkoloss. Ja, unser größtes Problem ist einfach dieses Relaxe, weil das so groß und verdammt doof ist. Ja, deswegen will ich das unbedingt irgendwie besiegen hier. Und mal sehen. Ich weiß gar nicht, was er als erstes eingesetzt hatte. Ja, wir wollen auf jeden Fall gegen ihn kämpfen. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. So, Trainer Rot. Der direkt Pikachu einsetzt. Warum habe ich eigentlich Turtok? Doch, ach, egal. Das war relativ dumm eigentlich. Ja. Okay. Erdbeben. Macht dementsprechend keinen Schaden mehr. Dann mache ich doch mal ein Nidoking. Ein Nidoking. Soll da ein bisschen mehr Schaden machen. Ich bin gespannt, ob ich Red diesmal irgendwie schaffen kann. Oh, Erdbeben. Oh, nochmal Erdbeben. Ach, komm schon. Ach, Mischi. Ich glaube, letztes Mal habe ich das überlebt, oder? Gerade so, aber nur. Erdbeben. Ah, was mache ich denn heute? Das war hier mal richtig große Fehler gerade. Das hat letztes Mal besser geklappt. Tschüss, Pikachu. Simsala. Hey, ich glaube, diesmal schaffe ich das noch weniger. Was ist denn los mit mir? Am letzten Part bin ich tatsächlich überrascht worden von dem großen, bösen Pokémon da. Heute mache ich einfach nur Fehler. Ziemlich große Fehler. Noch dazu. Tschüss, mach mal. Bye bye. Und Lapras, ja, okay. Pikachu. Da war ich diesmal aber direkt Britzelturbo. Das hat ja letztes Mal besser funktioniert. Naja, so viel weniger Schaden, so viel mehr Schaden hat es jetzt aber auch nicht gemacht. So viel mehr Schaden war es jetzt aber auch nicht. Okay, tschüss, Lapras. So. Arcadi. Okay, ich mache dann, denke ich mal, direkt die Mega-Entwicklung. Ich meine, warum nicht? Ja, was kam denn noch? Was hat er denn noch? Arcadi, Pisa Floor. Und danach muss er eigentlich auch schon direkt in Lachs kommen hier. Ja, entschuldigt, Leute. Ich bin, die Nase bringt mich da oben. Meine Nase bringt mich definitiv. Habe ich gerade einen Durchbruch eingesetzt? Bin ich denn ganz bescheuert?
Okay, Karl, mit so einer komme ich eigentlich zurecht. Das ist in Ordnung, oder? Weil. Au. Ja. Ha! Das war dumm. So, bis. Ich bin ja richtig bescheuert. Warum mach ich sowas? Hydro-Pumpe, bitte. Ja, ehrlich, verbrenn mich ruhig. Mach das. Mach das, mein Freund. So, tschüss, Akali. Ah, es ist gefährlich. Was mache ich? Ich mache halt gerade nur wieder bescheuerte Sachen. Nein, möchte ich nicht. Laxo, hallo. So. Toxin. Danke. Trifft sogar. Sehr gut. So, jetzt wird spaßig. Jetzt wird sehr, sehr spaßig. Ah, ja. Ich brauche Zecke am wenigsten eigentlich danach. Muss ich mit Zecke weiterarbeiten, ja. Besten. Zwei, dreimal Schwerttanz. Aber Moment! Wird er jetzt wahrscheinlich gleich irgendwie Schutzschild oder so machen. Okay, er macht selber Toxin, alles klar. Weil Zecke liebt mich ja, oder? Zecke, mach bitte was. Mach bitte was, was das Gift aufhören. Bitte. So. Macht er denn kein Schutzschild, wenn ich sowas mache? Das ist ziemlich gemein von ihm, muss ich gestehen. Das ist ziemlich fies. Ja gut, das Gift, ja gut, damit komm ich, muss ich aber zurechtkommen. So, noch ein drittes Mal. Und dann sollte er... Bitte mal jetzt... Ah, er macht wieder sich das Schutzschild. Mach doch mal dein Schutzschild, Mann. Wäre voll nett von dir. Okay. Denke ich kann noch. Nein, ich kann nicht nur einmal. Der muss sitzen. Der muss jetzt sitzen. Der macht. Nein, macht nicht. Ja, komm, weg damit. Ja. Ah. Ah, scheiß Vieh. Scheiß Pokémon. Ah. Ich hasse dieses Monster. Sorry. Nein, weiterkämpfen. Ich hoffe, dass ich schneller bin. Weil wenn ich das nämlich nochmal hinkriege, einen Blizzard darauf zu hauen, dann bin ich, glaube ich, zufrieden. Zufrieden genug. Ja, jetzt wird er ja genau seine Mega-Entwicklung machen. Ja gut, Taxen bringt mir halt jetzt gar nichts, nicht? Also, so gar nichts. Blizzard. Es geht daneben! Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ach, so ein Kack auch. Ach man. Tackenformation. Eventuell paralysiert sie. Das wäre ein Effekt, den ich gerne hätte. Paralyse wäre richtig cool. Wäre einfach richtig cool. Und es trifft sehr schön. Aber wie trifft es? Na, trifft. Ah, natürlich keine Paralyse. War ja klar! Mann! Jetzt kann ich das schon wieder vergessen, weil Akali war ja letztes Mal schon One-Hit. Ah! Ah, Mann! Ekelsam. Okay. Okay. Dann mach mal. Macht tatsächlich ein bisschen mehr Schaden, als ich jetzt gedacht hätte.
Touchbombe. Oh. Oh, gefährlich. Nicht langsam. Ach, komm, Mann! Blödes Vieh. Ach. Schon wieder verkackt. Was kann ich denn noch ändern? Ich kann gar nicht mehr so viel ändern. Klar, ich kann jetzt... Ja gut, wir haben sehr viele Fehler... Ich habe sehr viele Fehler gemacht, Verzeihung. So, das muss... Das ist der erste Schritt. Ah, nächster Versuch. Das wird in diesem Part... Wird das nur um Red gehen. Mehr will ich heute gar nicht machen. Geht auch gar nicht mehr. Wir haben ja die meiste... Das meiste Spiel jetzt haben wir ja erledigt. Geht ja nur noch Red. Also Schweif ist verdammt gefährlich, aber hat diesmal keine Verteidigung abgezogen. Das ist schon mal ein ganz großer Vorteil. So, okay. Okay. Hat doch schon nochmal. Okay. Ja, ist in Ordnung. Akzeptiere ich. Akzeptiere ich soweit. Aua. Na gut, das macht halt Schaden, nicht? Das ist klar. So, ich hoffe, dass jetzt Arcani kommt. Da passt, okay. Pikachu. Pika Pika. Kaskade kommt jetzt wieder, das ist natürlich ganz böse. So, weg damit, Lapras! Tschüss, dankeschön. So, weg mit Lapras. So, bis. Ah! Ja, sie sind alle halt ein bisschen angekratzt, aber das geht halt noch. So, der wird jetzt wahrscheinlich Brüller einsetzen, sowieso. Und diesmal mache ich nicht den Scheißfehler nochmal. So. So, Hydropop, reicht das? Ah, nicht ganz. Okay, was haben wir als nächstes? Zecke bitte. Zecke! Hey, das ist gut. Ist gar nicht so verkehrt. Aber volle Reihe. Ah, das ist auch nicht so geil. Das ist aber tatsächlich auch nicht so geil. Mal gucken, wie viel Schaden Blizzard macht. Gar kein Schaden. Aber gefreezed, okay. Das kann ich natürlich mal nutzen, ne? Um Biss wieder nach vorne zu holen. Ja, geil. Das kommt mir ziemlich gelegen. Das kommt mir noch ziemlich gelegen. So, Hydropop und weg damit. So, Twitter kann ja auch Toxin drauf. Das heißt,
heißt nichts. Eigentlich heißt das nichts. So, relax, du blödes Vieh. Zecke. Oh, ich hab da gar kein Dings mehr drauf, der ist Toxin. Aber gut, ich muss Tutank ein bisschen schonen. So, 1, 2, 3 mal. Ja, geil! Mach ich weiter Schutzschild, ist okay. So, zack, zack, zack. Nochmal. Jetzt macht er wahrscheinlich Body Slam, oder? Ja, Body Slam. Juckt Zecke aber nicht so wirklich. Ah, na gut, Paralyse ist halt fatal, ja. So. Und zack, zack, zack. Nochmal Body Slam, okay. Und ich kann halt. Nochmal, naja. Nee, nee, kann ich nicht. Ach! Das bereue ich jetzt. Das bereue ich jetzt ein bisschen. Ich hätte mich nochmal boosten können. Jetzt geht ja wahrscheinlich die Paralyse durch. Aber es ist mir tatsächlich zu riskant an der Stelle. So, Angriff sinkt. Na gut, jetzt. Gut, mein Team ist relativ voll noch. Und ich möchte nochmal weiterkämpfen. Da kann ich nochmal einen Kraftkoloss draufballern. Vielleicht. Vielleicht. Mal gucken. Mal sehen. Pegasaurier, ja gut. Das ist, habe ich ja gedacht. Das macht halt viel Schaden. Ist aber nicht so schlimm. So. Erstmal Nidoking. Weil Nidoking kann Flammenwurf und Nidoking ist einfach toll, aber macht halt den zu wenig Schaden, beziehungsweise kann schon, ja gut, kann austeilen, ja, Flammenwurf. Ja, wie viel Schaden macht das? Nicht genug. Und Nidoking überlebt das aber, schön. Habe ich mal ein bisschen Schaden, das ist ein Vorteil. Das ist definitiv ein Vorteil. Ne? Lol. Ah, das ist halt ziemlich imba irgendwie. Also dieses, mein Pokémon liebt mich so sehr. Holala. Okay, ja gut. Den 1KP, den schenke ich dir. Ist in Ordnung. Ah, schön. Das hat doch geklappt. So, Simsala. Ich setze Arcane ganz am Schluss ein. Und dann habe ich immer noch Tutank als Reserve. In der Mega-Entwicklung. Der müsste halt auch ein bisschen was aushalten können. So, ich bin natürlich schneller als er. Ist ein großer Vorteil für mich. Hey, cool. Yay, wir haben Red besiegt. Geile Sache, Mann. Endlich. Aber gut, wir sind auch anders rangegangen diesmal. Ah, schön. Schön. Rot sieht leicht überrascht aus. Du wirst offiziell als Meisterkämpfer anerkannt. Hey. Rot hat sich zurückgezogen. Wie immer. Ja, Leute. Für das große Finale stolz ich dabei über die Nase und dann verabschiede ich mich von euch. Kleinen Moment eben. So, Leute. Ich denke mal, das wäre das Projekt gewesen. Ich habe Red tatsächlich noch in zwei Parts reingekriegt. Finde ich sehr schön. Ja. Leute. Das war Pokémon Let's Go Pikachu, würde ich sagen. Das wäre das offizielle Ende eigentlich für mich. Weil ich habe jetzt nicht mehr viel zu tun. Klar, man könnte die ganze Meistertrainer machen. Man könnte die Pokémon Liga nochmal machen. Und als Champ arbeiten. Aber das Ganze ist nicht ganz in meinem Interesse. Und das ist auch wahrscheinlich mega langweilig zum Zugucken. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Von irgendeinem Pokémon-Spiel mal sehen. Oder irgendeiner anderen, wie ihr Bock habt. Guckt auf jeden Fall bei meinem Kanal vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann irgendwann mal wieder. Bis dann und bye bye.